Achso, die Maschine hat sich sehr, sehr schnell gefüllt. Windchill sehe ich noch außerhalb, ebenso wie Summer Night Rain. Der Hengst kommt aber in diesem Moment heran. Und dann fehlt mir auch noch World's Dream. Summer Night Rain ist Startler, Windchill ist Startler und World's Dream kommt als letztes Pferd heran. Damit alle Pferde in den Boxen und Boxen auf zum Amici-Rennen 2000 Meter. Das Feld kommt jetzt vor die Tribünen unter der Führung von zunächst einmal Summer Night Rain. Und ganz an der Innenseite, da geht Valdivia an die Spitze. Valdivia führt vor Summer Night Rain, Windchill ist dicht auf. Dahinter dann Malachita als viertes Pferd vor Mondello. Und am Schluss des Feldes galoppiert zunächst einmal Zariza hinter Quinta Grande. Es geht durch den Riemerbogen hindurch unter der Führung von Valdivia mit zwei Längen. Dahinter Summer Night Rain, Windchill ist in dritter Position. Viertes Pferd Malachit vor Mondello. Dello in fünfter Position, dahinter dann World's Dream als sechste, Quinta Grande und Zariza am Schluss des Feldes. In der Gegenseite am 1400 Meter Start vorbei, Valdivia mit der Führung und verändert vor Summer Night Rain. Malachit innen führt dahinter die Verfolger an, gemeinsam mit Winchell weiter außen und am Schluss des Feldes und verändert Zariza und Quinta Grande. Keinerlei Veränderungen in den Positionen. Valdivia kann vorne nach wie vor schalten und walten mit zwei, mit drei Längen. Summer Night Rain dahinter vor Malachit und vor Windchill. Dahinter ist dann Mondello, der macht jetzt einen Platz gut und es geht in den Schlussbogen unter der Führung von Valdivia. Valdivia führt, Summer Night Rain dahinter, Malachit innen, außen begleitet von Windchill. Dahinter Mondello gemeinsam mit World's Dream und am Schluss des Feldes, da ist unverändert Zariza auszumachen hinter Quinta Grande. Es geht in Richtung der Zielgeraden. Da sind es dann noch 550 Meter. Summer Night Rain kommt hier unter Druck als erstes, weil Valdivia weiterhin vorne vor Summer Night Rain. Windchill aus ist zur Stelle. Dann tut sie ihnen Malachit schwer. Zwischen den Pferden ist World's Dream da, aber Valdivia marschiert. Jetzt kommt der Angriff von Windchill. Windchill an der Seite von Valdivia. Valdivia und Windchill. Und jetzt ist Mondello zur Stelle. Der wird sehr stark und ganz außen mit Zariza eingesetzt. Aber vorne zunächst einmal Windchill. Windchill im Kampf mit Mondello. Mondello wird stärker. Mondello und Windchill innen kommt Valdivia wieder und aus ist Zariza. Zariza wird schnell, aber vorne ist jetzt Mondello. Mondello, Zariza außen mit Windchill und mit Valdivia. Vorne Mondello, innen kommt Valdivia wieder. Valdivia wird stärker, aber Mondello, Mondello kommt nach Hause. Mondello vor Valdivia und Windchill. Dahinter dann Zariza und Summer Night Rain. Dann World's Dream vor Quinta Grande und letzter wird Malachit. Der vorläufige Richterspruch im sechsten Rennen, dem Amici-Rennen. Gewonnen hat die Programm Nummer 1 Mondello mit Eugen Frank. Auf dem zweiten Platz die 6 Valdivia und drittes Pferd war die 2 Windchill. 1, 6 und 2. Nutan. Hätte ich auch gemacht. Ich habe allerdings meinem Mann das Geld gegeben und wie viel er gesetzt hat, weiß ich. Aber da klatscht jemand, das finde ich ganz hervorragend. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja,
Das ist ein guter Tipp. Siegerin. Also nachher fürs Promi-Rennen. Promi-Rennen ist natürlich eins der Highlights an diesem Tag. Da wirst du wahrscheinlich auch deine Tipps abgeben. Selbstverständlich. Ich habe ja schon heute Morgen gesagt, ach nee, heute Morgen nicht, aber heute Mittag, ich wette auf Mara Bergmann. Ja, ich wette darauf, dass Frau Roth das jetzt nochmal ganz kurz zu uns kommt und vielleicht noch ein oder zwei Worte zu den Helfern sagt, die heute hier für den Kinderschutzbund tätig sind. Ja, also bis jetzt ist es ein ganz wunderbarer Tag und so ein Tag ist natürlich nicht denkbar ohne die vielen Menschen im Hintergrund und darum möchte ich mich